Also was man meiner Meinung nach so alles verdrängen kann, denn das sind meiner Meinung nach nicht einfach nur schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, sondern das ist meiner Meinung nach viel mehr, beziehungsweise allerlei. So, dass quasi ein psychologisches Aufwachen aus der Depression bzw. aus der Verdrängung ein größeres Projekt werden kann, beziehungsweise ein längerer, steiniger Weg der Erkenntnis sozusagen, auch durchaus unangenehm, mindestens unbequem und in manchem Fall sicherlich auch sogar zu unangenehm, um den Weg allein gehen zu können. Und auch sowieso sicherlich nicht angenehmer als ein Zahnarztbesuch. Also eben etwas, das man gerne auch mal vermeidet bzw. vor sich herschiebt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und wo man sich dann aber auch beim Verschieben und Hinauszögern nicht wirklich gut fühlt, jedenfalls niemals so gut, wie man sich fühlt, wenn man etwas Unangenehmes, das aber sinnvollerweise sein muss, endlich erledigt hat und nun frei davon ist und nun ganz anders, eben erleichtert davon, wieder zumindest diesbezüglich unbeschwert wieder vorwärts schauen kann. Eine gute Frage für den Anfang ist aber immer die Doppelpunkt. Setze ich mich gerade eigentlich aktiv für meine Interessen ein, für alle meine Interessen, oder erfülle ich nur bzw. immerhin meine Pflichten und schlage aber ansonsten hauptsächlich viel Zeit tot in völliger Ungewissheit, ob für meine Interessen im Leben insgesamt schließlich wenigstens akzeptabel viel herausspringen wird oder, so wie es objektiv betrachtet aussieht, nach Fakten, eigentlich nicht wirklich, beziehungsweise vielleicht auch überhaupt nicht so richtig wirklich. Der eventuelle Weg der fortschreitenden Selbsterkenntnis ist dabei gegebenenfalls ebenso wie der Weg der Interessenverfolgung wie ein Geduldsspiel. Ich sage dazu bewusst Geduldsspiel und das ist nicht verniedlichend gemeint, sondern im Gegenteil, denn wenn man dafür keine Geduld, ich sage sogar Engelsgeduld, mobilisieren kann bzw. aufbringen kann, dann wird man leiden. Und wenn man dafür keinen Sportsgeist und keine spielerische Haltung mobilisieren, aufbringen und einnehmen kann, dann wird man vielleicht später nochmal leiden an der Enttäuschung. Denn Erfolge sind ja nie garantiert. Man setzt auf Karten, weil es sich lohnen könnte. Das ist alles. Es ist insofern nicht viel, sondern nur etwas ein wenig besser oder vernünftiger als Zeit totschlagen. Man sorgt nur dafür, dass man überhaupt eine relative Chance hat, etwas gewinnen zu können. Man hat dann wenigstens nicht völlig unbegründet, völlig haltlos Hoffnung. Es ist, wie wenn man einen Apfelbaum pflanzt, man weiß nicht, was daraus werden wird, vielleicht gar nichts, vielleicht klaut ein Vogel oder ein Tier den Samen oder ein Trampeltier trampelt drüber etc. Aber es könnte auch ein beeindruckender Baum werden und plötzlich hat man überraschend viele Äpfel, vielleicht mehrere Kisten voll und von da an jedes Jahr. Aber das ist eben unklar, aber der Mensch ist wie die anderen Tiere auch ein geborener Spekulant. Er fährt zu See und geht fischen, aber weiß nicht, ob an der jeweiligen Stelle Fische sind. Er probiert es eben, geht jagen und kann auch in einer großen Tour völlig leer ausgehen, aber er probiert es eben, weil es in seiner Natur liegt. Und es liegt eben nicht in seiner Natur, nichts zu unternehmen und nichts zu versuchen. Er ist auch nicht nur von Not getrieben, sondern er strebt von seiner Natur her sowieso eigentlich immer nach Verbesserung. Und insofern wird eben auch zum Beispiel ein Monatslöhner, der sich immer nur von Monat zu Monat hangelt und alles erdulden muss, was sich um ihn herum so abspielt, von seiner eigentlichen Natur abgeschnitten. Es liegt eigentlich in seiner Natur, nach Verbesserung zu streben und nicht permanente Verschlechterungen zu erdulden.
Aber das kann er auch. Aber das ist dann eben Entfremdung von seinem eigentlichen Wesen.